kleines Nachmittagsnickerchen in der Aerosbox und das ist Ralf Schumacher. 20.000 Mal Zapping. Das ist schon toll. Aber so eine Zahl erreicht man in der heutigen Zeit kaum, wenn man nicht auch technisch auf höchstem Niveau mitspielt. Und deshalb ist man auch hier bei Premiere World bereits seit einigen Jahren zur schnellen Kommunikation nicht mehr allein auf Rohrpost oder Telegramme angewiesen. Der neueste Schrei heißt E-Mail. Das bedeutet, wann immer Sie im Fernsehen eine zapping-reife Szene entdecken, können Sie dem Team hier via E-Mail eine Nachricht schicken. Aber natürlich auch, wenn Sie die Jungs und Mädels für ihre tolle Arbeit nur mal kurz loben oder sie aus Langeweile wüst und sinnlos beschimpfen möchten. Oder wenn Sie einfach das Bedürfnis haben, irgendjemandem mitzuteilen, dass Sie gerade vollkommen nackig vor Ihrem Computer sitzen und Ihren Schniedel in siedendem Öl baden. Hier freut man sich über jede Nachricht. Einfach Ihre Zeilen an zapping@premiereworld.de eingeben, die Taste drücken und schon ist alles im Arsch. Einfach, oder? Ich bin soweit hier. Ich stehe aber auf dem Punkt. Guck mal. Schokolade. Und ich möchte noch einmal sehen, ob André Zalbertus in Moskau sprechbereit ist. Kann ich nur sagen. Ja. Wenn sich meine Berichterstattung dahingehend manifestiert, Albert, dass ich hier dreimal die Woche im Studio sitze, André, passiert, habe ich bald keine Lust mehr. André. André, wir hören dich. Ja, ich bin von der Deutschen Bundesbahn und... Ach, Sie sind von der Deutschen Bundesbahn. Richtig. Zum Thema Forschung bin ich eigentlich nicht eingeladen. Und da Forschung, sind Sie eindeutig der falsche Gast im richtigen Studio. Ich befürchte, Studio. Dass das so ist. Jawohl. Haben wir den können Sie sich mal kurz umgucken, ob Sie den richtigen Gast irgendwo bei sich sehen? Nein, hier in diesem Studio ist niemand zu sehen, außer zwei freundlichen Helfern von RTL. Es ist eigentlich ziemlich schade. Deswegen haben wir uns entschieden, unsere neuen Vorschläge für die Rubrik Momente des Sportjahrhunderts unter die Überschrift Live-Reportagen zu stellen. Und das ist unser Angebot. Alles ist hier Kacke. Kommentator der RTL Plus, Milertz. Halt, Vorsicht, das ist kein Ton. Vorsicht. Kinder, wir brauchen Ton, 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 Ton. Die hessische FDP-Chefin Ruth Wagner will aber an der CDU-FDP-Koalition festhalten. Und gerade erreicht uns eine Meldung. Ach Mist. Gegen den Finanzausgleich hatten Hessen, Baden-Württemberg und Bayern geklagt, dass das bisherige System hatten geklagt. Oh Scheiße. Durch das... Abbrechen. Der Fußballbund hingegen dementiert die Vorwürfe heute energisch. Das ist alles, das ist ja geschnitten, Himmelscheiße. Wie bitte? Was waren Sie erst konzentriert, nervös und angespannt? In der Bundesliga in diesem Jahr ohne Chancen wuchsen die Dortmunder heute Abend über sich hinaus. Besonders dem... Der ehemalige NVA-Einzelkämpfer. Oh, sorry. Jetzt mussten Sie also offenbar flüchten, zurück nach Hamburg. Tja, so geht's zu beim Fernsehen, meine Damen und Herren. So, da haben wir ja jetzt doch schon eine ganze Menge darüber gelernt, wie so eine Zapping-Sendung entsteht. Spannend, oder? Hm? Oder nee? Naja, ist auch egal. Hier jedenfalls befinden wir uns im sogenannten Schneideraum. Das heißt, hier an diesem schönen Ort entsteht gewissermaßen die Sendung. Denn hier werden alle Bilder, die von den fleißigen Zapper-Sklaven gefunden wurden, hergebracht und dann von zärtlichen Frauenhänden beschnitten. Ich weiß, das klingt unangenehm, vor allem für uns Männer, aber keine Angst. Danach werden die einzelnen Szenen wieder liebevoll miteinander verbunden, übereinander gelegt und verklebt, verdruckelt wie zwei verschmelzende... Gut, Sie wissen schon, was ich meine. Nicht umsonst gilt Cutter ja auch als einer der erotischsten Berufe beim Fernsehen. Tja, da kann man halt machen, was man will. Letzten Endes dreht sich ja doch alles eigentlich immer nur um das eine. Sex!
Oder? Kleinen geilen Ferkel. Sie glauben, ich habe keinen Sex mehr? Ja. Ich habe Sie eingeladen zum Abend und sage, ich muss sofort zurück. Ja. Zurück zu was? Zur Familie. Wo ist sie? Hier in Köln. Warum können Sie nicht Abendessen mit mir? Mich hat diese Betonung bei Abendessen irritiert. Es war optimal, der Matthias von hinten und der Jürgen Klinsmann von vorne. Das war ein ideales, also ich meine jetzt auf dem Platz. Das war ein ideales Duo. Auf dem Platz. Und auch außerhalb. Mein Gott, ey. Wenn man ein Haustier verschenken will und weiß, an wen und dass es sinnvoll ist und dort gut gepflegt wird, dann sollte man sich das vielleicht ganz überlegen. Sie wünschen sich einen Hund? Ich mag eher die Vögelei. Ah, ja. Wie oft schläfst du eigentlich mit einer Frau am Tag? Oh je, je, je. Thomas. Das wird in dieser Sendung eigentlich nie besprochen. Also, meine Damen, ich Warum glaube... eigentlich nicht? Weil ich das... Moment. Und, Du hast ihn trotzdem noch nicht aufgebaut. Ich kriege ihn nicht mehr hoch. Also, ich meine... Ich möchte mit meinem zum Bersten gestrafften Schaft in deine Orchidee dringen. Dann wird meine Frau sagen, sag mal. Stefan Raab, zeig mir deinen Stab. Stefan Raab, zeig mir deinen Stab. Und dann zu Hause nehme ich dich auf meinem Wohnzimmertisch. Und dann zu Hause nehme ich dich auf meinem Wohnzimmertisch. Ich möchte eigentlich in gar keine Schublade gesteckt werden. Und auch nicht irgendein Klischee haben oder so ein Image aufgesetzt bekommen, sondern ich möchte eigentlich so sein und so genommen werden. Unsere Gemeinschaft besteht aus Sex und es ist immer wieder schön, wenn man... Ich bin ja sicherlich ein Freund von Sex. Also ich meine natürlich, also nein, nein. Um das Licht und wenn sie verbrennen, ja, das kümmert mich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Sexualität gehört nicht in die Jugend? Nein, meiner Ansicht nach nicht. Sexualität ist für mich nur dazu da, um in einer Ehe für Nachwuchs zu sorgen und sonst für gar nichts. Ist ein klares Standing. Darf ich fragen? Klar, wir sind ja offen miteinander. Fragen kann ich. Haben Sie schon mal Sex gehabt? Nein.